Hallo liebe Zuschauer, hallo liebe Gemeinde, hallo liebes Volk, hallo liebe Wählerinnen und Wähler, hallo Leute. Heute spielen wir mal wieder eine Runde Mario Kart und den scheiß Pilz habe ich falsch eingesetzt. Und wir versuchen heute mal wieder an ein paar Punkte zu kommen. Warum habe ich das Item nicht mitbekommen? Alter, Anna, was ist da los? Wir versuchen heute mal wieder an ein paar Punkte zu bekommen. Kommen und ganz nebenbei möchte ich meinen Rücktritt hier auch jetzt preisgeben. Neben den anderen Fraktionsvorsitzenden gehe auch ich in Ruhestand, weil ich für die Partei nicht mehr tragbar bin. Und deswegen... Ach man, ich kann nicht reden, wenn das hier... Ja, natürlich. Und dann mache ich auch noch so eine Scheiße und das auch noch vor den entscheidenden Dingen. Ja, toll. Das läuft ja unglaublich gut. Ja, und weißt du, dann kriegst du... Wo ist bitte in der richtigen... Ja, komm, nee. Ja, da habe ich den noch überholt, Kollegen. Da sind wir Fünfter. Ja, das war ja mein Anfang nach Mars. Ich erzähle euch das, was ich eigentlich erzählen wollte in der nächsten Strecke. Ja, weil das, was ich eigentlich erzählen wollte, das ist jetzt irgendwie so überhaupt nicht zur Geltung gekommen. Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Oh mein Gott. Hoffentlich haben wir nicht so viele Minuspunkte bekommen. Obwohl ich mir gut vorstellen könnte, dass es echt... Naja. Okay, das geht noch. So, jetzt können wir auch mal Tacheles reden auf der geilsten Strecke, die ich kenne, weil die kann ich auch so gut, so wie die anderen. Nee, was ich eigentlich sagen wollte ist, heute wäre eigentlich gar kein Mario Kart gekommen. Ich hatte heute kein Mario Kart geplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ihr wissen... Was? Kollege? Hast du Teleportation erfunden? Das, was mich dazu bewegt hat, diesen Part gerade aufzunehmen, das war der Wii Tetsu. So heißt er, glaube ich. Also ich war eigentlich gerade dabei, den Weg schon wieder in mein Zimmer zu beschreiten. Also da war ich ja, also da sitze ich ja eh drin dann, ne? Aber ich wollte gerade den Weg, fuck you. Weißt du, anstatt dass ich den nach hinten mache, komme ich dann auf die grandiose Idee, den nach vorne zu schießen. Weißt du, das sind wieder so Ideen, die die Welt nicht braucht, aber ich krieg sie trotzdem hin. Ah, Gott, ey. Nee, und dann hat der Wii Tetsu, der hat mir einen Kanalkommentar geschrieben. Und da hat er geschrieben, heute wieder Mario Kart, ich freue mich. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, irgendwie kannst du dem armen Jungen das nicht antun, heute kein Mario Kart zu bringen. Und, naja gut, dann hat mich spontan inspiriert von diesem Kommentar, hat mich die Lust gepackt und ich habe den Controller gerade in die Hand genommen und habe es doch gemacht. Ja, also Wii Tetsu, du bist jetzt schuld, wärst du nicht gewesen... Dann hätte es heute kein Mario Kart gegeben. Warum hätte es heute kein Mario Kart gegeben? Normalerweise nehme ich das immer morgens auf, ne? Jetzt bin ich aber ziemlich viel unterwegs. Ach so. Ja, hätte mir einer gesagt, dass die dritte Runde gewesen wäre, hätte ich mehr Gas gegeben. Das wusste ich gar nicht. Okay, wir sehen uns in der nächsten Runde. Ja, hallo, lieber Kubo, weil alles kurze Strecken heute, ne? Was ist da los? Ne, ich wollte eigentlich sagen, ich bin viel unterwegs im Moment. Und nehme im Moment auch kaum auf. Ich habe so viel auf Vorrat aufgenommen, das reicht noch für ein bisschen. Naja, auf jeden Fall habe ich im Moment aber auch einfach... Das hast du gut gemacht, Kollege. Das war grandios. Das war wieder ein Japaner, ich konnte den Namen... Du verdammtes Kind, Alter. Ne. Und der Dragcock, was ist da los? Auf jeden Fall habe ich im Moment auch... Na, das weißt du, das gibt's doch echt nicht. Da treffe ich die Scheiße in der Mitte nicht. Entschuldigung für dieses böse Wort da. Yosaku, was geht bei dir, Yosaku? Ne, wie heißt es? Nicht so viel Lust im Moment und... Ich sag euch ganz ehrlich, bevor ich euch Parts liefere, auf die ich keinen Bock habe. Das ergibt... Alter! So ein dreckiger Mensch, ne? So ein verdammt dreckiger Mensch. Der hat bestimmt noch... Und jetzt kriege ich das auch nicht hin. Was ist... Also, gut fahren, das ist heute nicht drin. Na gut, und bevor ich euch dann da einen zurecht erzähle und euch vorspiele, ich wäre voll geil und hätte voll Bock. Also gerade habe ich Bock, ja? Das muss man sagen, ansonsten hätte ich es auch echt nicht aufgenommen. Das war so eine... Das gibt's doch nicht! Ich fahre in jeden rein! Ich fahre wirklich in jeden verdammten Panzer rein. In jeden! Nee, ey, ich bin Letzter. Und zwar haben die einen Vorsprung. Wie soll ich das... Komm jetzt, gib mir die Waffen. Doch, nicht sowas. Damit kann ich gar nichts anfangen. Die sind doch schon alle im Ziel, bevor ich überhaupt A sagen kann. Ja, richtig geil. Hab ich... Ja, guck mal! Oh Gott! Oh, nein! Das geht nicht gut. Nur kurze Strecken heute. Und das ist die vierte Strecke. Und ich habe immer noch nicht das erzählt, was ich in der ersten erzählen wollte. Ich versuch's jetzt mal mit... Das gibt's doch nicht!
Ey, ich fühle mich so verarscht mittlerweile. Das ist unglaublich. Ich habe bisher in jeder Strecke irgendeinen Blödsinn gemacht, den ich noch nie... Also, Fehlstart gab es schon öfter die letzte Zeit, weil ich da irgendwie verlernt habe alles. Aber noch, komm jetzt, ey. Nee. Und das ist jetzt wieder so eine Aktion, das finde ich auch gar nicht in Ordnung. Weißt du, jetzt kriege ich gleich mein Item und jetzt bin ich schon direkt, bin ich gebrutzelt. Naja, ich versuche es mit der Kurzfassung. Wenn ich keine Lust habe, nehme ich nicht auf. Es gibt viele Let's Player, die sich leider einem gewissen Zwang hingegeben fühlen, aus finanzieller Hinsicht oder sonst irgendwas. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass irgendwann, also es ist so im Laufe meines Let's Player-Daseins, am Anfang habe ich aufgenommen, wann ich wollte. Einfach, wann ich Lust hatte. Ganz am Anfang, ne? So, und dann irgendwann kam der Punkt, an dem man sich denkt, wie, wenn ich heute kein Video bringe, ach du Scheiße. Ja? Ganz automatisch irgendwie so. Und dann fühlt man sich irgendwann verpflichtet, jeden Tag ein Video zu bringen. Und jeden Tag das zu bringen, was man eventuell irgendwie angekündigt hat. Und das ist einfach ein Zwang, der unfassbar ist, ja. Also das schränkt einen echt ein. Und gedanklich ist man dann nicht mehr frei. Und das ärgert mich einfach unglaublich, weil ich das nicht will. Ich will nicht diesen... Ich will das nicht, aus Verpflichtung tun, sondern ich will das aus Spaß tun. Und deswegen nehme ich jetzt, habe ich mir als Grundsatz jetzt vorgenommen für alle Zeit... Ich meine, da musste ich ja auch erstmal eine Zeit lang reflektieren, um an die Erkenntnis zu gelangen. Aber ich werde nur noch aus Spaß aufnehmen. Oh, du Troll, Alter. Ich hätte es fast geschafft. Ja, und deswegen kann ich euch nicht garantieren, dass immer ein Part kommt. Gerade von Mario Kart nicht. Ich hoffe, ihr versteht das. Viele werden das nicht verstehen. Das weiß ich. Das ist nämlich immer so. Das versteht. Das sind Dinge, die würdet ihr auch so machen, aber die versteht keiner. Nun gut, nur noch 3 Spieler in der nächsten Runde. Da sind wir nochmal gespannt. Die nehmen wir mit, würde ich sagen. Wir müssen reden, Leute. Das in der letzten Strecke. Wir müssen reden. Und zwar über die Lochis. Das gibt's nicht schon wieder. Ey, ich bin... Was ist los heute? Warum kriege ich... Ich verstehe es echt nicht. Warum bin ich zu blöd, um die einfachsten Dinge auf die Reihe zu kriegen? Auf jeden Fall, ach, fährt ja eh keiner mit, kann ich ja chillen. Ey, wie, Moment mal jetzt. Bleib ganz, ganz korrekt. Das gibt's nicht, was macht die da? Die cheatet bestimmt. Naja. Was? Wie ist die denn jetzt so schnell? Alter Schwede, wie hat die das denn gemacht? Das kann doch nicht sein, dass sie so schnell ist. Okay, wir müssen uns beeilen, weil die Strecke ist auch relativ kurz. Also es geht um die Lochis. Warum? Keine Ahnung, die sind mir gerade so eingefallen. Die sind ja 14 oder vielleicht auch gerade schon 15 geworden. Ich weiß es nicht. Das Alter ist ja eigentlich auch egal, aber... Boah, jetzt fahre ich hier auch noch. Aber in dem Fall, jetzt ist es nicht egal. Denn ich habe ein Interview mit denen gehört, gelesen, gesehen, geschmeckt, gefühlt. Da haben sie gesagt, sie möchten YouTuber werden. Also davon leben können. Und das, Leute... Finde ich schon irgendwie echt heftig. Also, liebe Lochis, wenn ihr das hört, ich kann euch nur einen Rat geben. Überdenkt das nochmal ganz schön gründlich. Denn ich kann euch prophezeien, dass ihr davon niemals leben können werdet. Und wenn ihr es könnt, dann ist das eine Sache von... Naja, ich geb euch vielleicht ein Jahr, zwei. Wenn ihr gut seid, auch 3. Aber mehr nicht. Das wird allen großen YouTubern, die sich nix... ne, also die rein YouTube sind, denen wird das allen irgendwann so ergehen, meiner Meinung nach. Denn irgendwann ist das abgefahren, da ist das out. Da will das kein... Du verdammtes... Du Apple-Fire, ey. Nee. Nee, auf jeden Fall wollte ich nur mal sagen, dass ich das echt erstaunlich finde, dass da so 14, 15-Jährige irgendwie sagen, sie wollen YouTube zu ihrem Job machen und da irgendwie drauf hinarbeiten. Ey, vor allem frage ich mich, was ist mit den Eltern los? Liebe Eltern von den Lochis, wo seid ihr? Seid ihr noch da? Habt ihr eure Jungs schon aufgegeben? Ich meine, das ist doch kein... Entschuldigung, dass ich dazu sage, aber das ist doch kein Job. Ich meine, alle Leute, großen YouTuber, die so wie Gronkh oder Sarazar, die machen ja nebenbei eine Menge noch, ne? Du, da verarscht die mich auch noch, ey. Ich glaub es nicht. Naja, das wollte ich nur mal gesagt haben, dass ich das irgendwie echt erstaunlich finde, dass man da... Vielleicht wäre ich auch so naiv gewesen, aber ich hoffe, dass die sich das nochmal überlegen. Das ist nämlich keine gute Zukunft, in die steuern dann. Nun gut, das war's vom heutigen Mario Kart. Und guck mal, ich muss mich beeilen. Ich mach das jetzt mal wie die. Ich snipe jetzt die Zeit weg. Ich sag schon mal tschüss. Nein! Oh mein Gott, war das knapp.